nach hier. Warte, 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 warte. Hier mit freier Aktion Parade aufspannen. Okay, Parade aufspannen mit dem Eisschwert. Kasim ist fertig, 16 Aro. Also die Rauchaktion wird fertig gemacht und genau. Dann ziehe ich meine Waffe. Für Ronga, Kasim hat halt ein gläsernes Schwert, das übel am Dampfen ist und eine Kälte ausstrahlt. Pavigo. Mit dem Rücken zu mir. Ich will zweimal parieren. Ja, zwei Leute, die gerade im Nahkampf mit dir sind. Und dadurch, dass sie, ja, sie sind ekelhafte, fiese Mordbrenner, sie greifen dich jetzt viermal an, in Überzahl, also mit einer plus 1. Und ich greife viermal auf die 10 an, also ein Wuchtschlag. 7 ist das. 1, 2, 3, 4. Oh. Oh. Schade. Einer trifft die 6. Die 6 würde treffen. Okay. Komm, Trage. Schaffst ich versuche zu parieren. Meisterparade. Du willst es wissen, ne? Jo. Finde ich gut. Irgendwann müssen die guten Zahlen kommen. Ja, geschafft. Ja. Du siehst, wie dein Schwert in deiner Hand vibriert. Der Aufprall tut unglaublich in deiner Hand weh. Selbst die Plattenpanzerhandschuhe, die du trägst, oder die Handschuhe, die du trägst, du hast sie schon so oft weggegeben an irgendwelche Leute. Es tut durch das Leder hindurch weh. Die anderen, Vorsicht, Freunde! Anderen Hiebe kannst du da durchtauchen, tänzest dann so ein bisschen hin und her mit denen, von links auf rechtes Bein, wie so eine Fliege, die zusticht, oder so eine Biene, die zusticht, und die anderen Hiebe gehen fehl. Dann nach Travigor, Larian. Ja, genau. Ich möchte den ganz gerne mit einer Finte 3, Wuchtschlag 4 angreifen. Ja, ich greife vorher an. Okay. Auch auf die 10 wieder, weil ich 10 gut finde. Und er möchte einmal parieren, er greift einmal an. Der ist aber in Distanzklasse S, ne? Ja, okay. Wobei ich will gegenhalten. Halt, trifft natürlich. Sowieso nicht. Und das ist tatsächlich ein Patzer. Ich darf gegenhalten trotzdem, ne? Du darfst nicht mehr gegenhalten, weil er nicht getroffen hat. Ach Mann. Theoretisch dürfte er erst, aber er hätte es ansagen müssen, bevor die gewürfelt wird. Ganz generell, du darfst nur gegenhalten, wenn die Attacke gelingt. Okay, gut. Aber er hat vorgezogen, das heißt... Nahkampfpatzer. Waffe verloren. Okay. Oh, ja, Moment. Er merkt wohl, er... Prinzipientreue 20, dir ist gerade alles egal. Er versucht auszuholen, er hat wohl rutschige Hände, vielleicht ist das noch Bier, was er vom Lagerfeuer hat. Seine Streitaxt fliegt in einem hohen Bogen ein Müh an Travigor vorbei, fast hätte er ihn enthauptet. Du weißt nicht, ob es Absicht war oder nicht, aber gerade brennt in dir eine Sicherung durch. Du hättest fast deinen Geweihten verloren, auch wenn er gar nicht geweiht ist, aber er ist ein Gänseritter. Ja, dann Wuchtschlag 6. Er versucht auszuweichen. Auf die 8. Ich treffe leider nicht. Aber er hat noch... Du triffst noch, Junge. Was machst du denn? Eine 17 halt. Ja. Ist das nicht erleichtert gegen Unbewaffnete? Nee, ich glaube nur seitlich und Rücken. Hilft trotzdem nicht, ne? 3 Punkte wirst du auch trotzdem gegen einen unbekannten Unbewaffneten nicht bekommen. Ja, er versucht halt auszuweichen, stolpert er trotzdem weiter rum. Er stolpert hier fast ins Schwert rein, sodass du ihn wieder zurückstoßen musst und du nicht richtig zum Schlag ausholen kannst. Was ist das für ein Räuber? Was ist das für ein Mordbube? Damit bist du fertig. Meine anderen sind auf der 21 dran. Der eine liegt am Boden. Ronga, du wirst angegriffen. Ja, mal schauen, was wird das? Du bist gefährlich, du musst ausgeschaltet werden. Auf die 10, Wuchtschlag, Streitaxt. Aua. Halbe Parade, doppelter Schaden. Endlich schaffe ich auch mal was. Spaß. Sekunde. Nee, okay, so kann ich gar nicht würfeln. Ich würfel mal einen W6, halbiere den und mache den minus 1, hab kein Glück. So, sonst hätte ich dich den neu würfeln lassen. Ja. Okay, da hast du den Vorteil Glück. Ja, aber ich habe den Vorteil Glück. Leider ist heute nichts. Gut. Leider nicht. Nein. Ja, dann mach schon mal Schaden. 10. Mach schon mal Spaß und halber Schaden. Da kommt noch der Wuchtschlag zu. 32 wären das. Alter. Nicht dein Ernst! Junge.
Ja, nice. Rondra gegen Belalas ist voll nicht, aber Rondra gegen Co. auf alle Fälle, gegen irgendwelche dunklen Götter, die sie hier wohl anbeten. Und während die Waffen gegeneinander prallen, wirst auch du von einer unglaublichen Wut, die wohl in der Seele eurer Schwerter und in eurer Streitachsen steckst, also die Götter beobachten diesen Kampf, zumindest glaubst du daran. Und was auch immer die für Bestien hier führen, aber die Schlangenbrut muss ausgerottet werden. Ich bin mal dafür, dass die Bruchtestproben jetzt kommen. Ja, auf alle Fälle, klar. Crit, machen wir mal eine Bruchtestprobe. Bruchfaktor? Ja. Ich hab eine -4 als Bruchtest, aber es steigt ja trotzdem. Ja, kannst du definitiv. Dein Schwert ist auch nicht unzerbrechlich, ne? Nee. Jetzt bin ich auf 3. Also noch. Ja, die Waffe ist schartig, aber eine 4 werden sie trotzdem haben. Also Bruchfaktor von dem Räuber geht halt auch hoch. Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Okay, das war Ronka und die Schlangenbrut. Das war die 21. Die anderen haben schon gekämpft. Aber der Ghoul darf noch. Der Ghoul macht jetzt einen Sturmangriff. Auch wenn Ronka wohl die gefährliche Kreatur ist, aber ihr habt einen Magier und der hat sich gerade enttarnt. Sturmangriff Kasim. Finde ich gut. Also finde ich nicht gut. Warte jetzt. Ja, warte. Sein Sturmangriff gelingt auf alle Fälle, denn ansonsten hättest du keine Parade, sondern nur einen Gegenschlag. Passierschlag, ja. Passierschlag. Nee, Passierschlag hätte ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, mit der Ini keine zweite freie Aktion. Ist egal. Passierschlag. Was hat er für eine Waffe? Rondra-Kamm. Okay. Er führt einen Rondra-Kamm. Ist vermutlich nicht relevant, aber sein Bruchfaktor steigt für... Rondra-Kämmer sind Unterstürmer. Ich wollte gerade sagen. Gut. Deshalb ist es egal. Ja, nee, war ein ganz normaler Sturmangriff, da passiert nichts weiter, was ihm pariert passt. Hätte ich mal eine Finte getan, aber selbst mit der 3 hätte es geschafft. Okay, dann ist mein 21 durch. Ronga, du hast einmal pariert? Ich habe einmal pariert. Crit war freie Aktion, deswegen habe ich noch beide Aktionen. Du hast recht. Ich greife Schläger, der vor mir ist, an. Ich möchte ihn schnellstmöglich besiegen, damit ich mich meinen neuen Gegner zuwenden kann. Ja. Hält ihn nur warm für mich, deswegen gebe ich dem einen gezielten Stich. Gezielter Stich? Rüstung 2? Also plus 5 ist die Erschwernis, die ich hinnehmen muss. Ja, plus 4 plus halbe Rüstung. Und das ist geschafft. Kann er noch parieren? Nee, hat er dich zweimal angegriffen. Oder? Nö, das war nur einmal. Angegriffen. War nur einmal. Ja, kann er noch parieren. Ja, auf die 14. Schauen wir mal. 1. Freie Parade. Ich muss was gerade mal bestätigen. Moment. Ja. Ja. Da habe ich die Parade noch. Ich nutze auch meine zweite Aktion. Ich habe ja Kampfgespür, Kampfreflexe. Das heißt, ich kann diese jetzt noch umwandeln. Und gebe. So, hau noch einen. Das Stich wäre. Ich gebe mal einen Dreierbuchtschlag. Ja, seine Parade war aber auch frei. Dementsprechend kann er auch ein weiteres Mal parieren. 19 schafft er nicht. So, Würfel, da kommen dann noch 3 Schaden drauf. Welche Nummer hat der? Der hat eine neue Nummer, ne? 33? In den Bauch. 33 Bauch mit 18 minus 2. War das ein gezielter Stich? Nee. Nee, das war ein Buchtschlag. 18 minus 2 sind 16 in den Bauch, ist eine Wunde, ist Zusatzschaden. Zusatzschaden kannst du selber auswürfeln. Aber er bleibt. Hat er Eisern? Er hat Eisern. Okay, dann ist es nur eine Wunde. 2 extra Schaden. Und er bleibt stehen. Ach, Mann. So, das warst du. 21 Rongas durch. Nächste Kampfrunde. Stopp ich sie vor mit vor allem dem Ghoul und mit allen anderen Schlägern. Aber welcher Ini ist denn der Ghoul? 21. Vor meinem Schläger ziehe ich dann wieder vor, aber kannst erstmal den Ghoul abhandeln. Mhm. So, ich fange erstmal an mit Darian. Von rechts nach links. Darian wird angegriffen 2-mal. Ich würde gerne zwei Parieren. Ja, dann möchte ich 2-mal parieren. Okay. Auf die 10, glaube ich. Hatte ich noch eine Erschwernis bei dir? Ja, du hattest die Distanzklasse S. Ach ja, warte mal. S mit der Streitaxt auf N. Dann kann ich sowieso keine. Ich mache einen Angriff, einen ganz normalen Angriff. Weil der mit der Streitaxt die hatte keine Waffe mehr, oder nicht? Warte. Der hat die Waffe verloren, du hast echt. Oh, stimmt, genau. Der hat die Waffe verloren. Warum sagst du mir das nicht? Ich glaube, der möchte den aufheben, oder?
Weil die ist ja weg. Ja, da wurde beschrieben, dass die irgendwo hier lebt. Ja, genau, stimmt auch wieder. Ja, er flieht. Er flieht. Finde ich vollkommen gut. Wohin fliegt er? In den Wald? Okay. In den Wald, ja. Wer soll sich verpissen? Du darfst noch, wenn du willst, kannst du ihn noch hinterher, genau, hinterher schlagen. Das ist dir erlaubt. Um 8 das Schwert, ne? Weil der Aufmerksamkeit hat. Um 8. Oh, deine Prinzipien teurer ist dir egal. In die Box, aber es war eine 19, also passt. Ja, dann hätte es nicht geschafft. Ja, passt. Also versuchst du hinterher zu schlagen, aber er ist unbewaffnet und Prinzipien hin und her. Du bist kein Rondrianer, du bist nur ein Adliger. Ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn Preis nicht hinguckt. So, dann mache ich weiter mit Travigor. Travigor hat zweimal angegriffen. Zweimal parieren, bitte. Ja. Aber was habe ich gesagt? Zweimal angegriffen? Ja, zweimal von zwei Personen. Also wieder auf die... Ach, die einen haben hier noch einen schweren. Der eine, der eben getroffen... Ich mache ganz normal Streitaxtangriff. Komm, 1, 2, 3, 4. 1 ist gelungen. 7 ist gelungen. Dann kommt die Bestätigung. Es ist also nicht kritisch. Es ist nur die halbe Parade, aber kein doppelter Schaden. Okay. So, wir fangen mal von oben an. Der erste, die 16. Möchtest du den parieren? Der ist doch auch ein S. Ja, ist der gelungen? Ach, gut. Du bist auf NS, ne? Ja. Ja, weil Travigor war auch den Wuchtschlag auszugleichen. Travigor kann sich die Distanzklasse auf S aufsuchen, ja. Dann ist es nicht gelungen. Aber die 1 ist gelungen. Das okay, ist eine halbe Parade. Die sind ja beide noch unangeschlagen, ne? Ja. Ich würde gerne entwaffnen in der Verteidigung. Clever. Die 1. Das ist nicht halbiert, oder? Das ist doch, keine... halbiert, aber kein doppelter Schaden. Dann lieber nicht. Dann suche ich mir eine andere aus. Ja, dann kommt die 1 durch. Ist okay. Kann ich die normal parieren? Ja, also normal parieren ja, aber die aber Parade halbiert, ist auf alle Fälle halbiert, weil er hat mit der 1 getroffen. Ja, okay, dann versuche ich normal zu parieren. Schade. Also diese plus 5, da zählt dann nicht. Ja, aber nicht du auf die 19 halbiert ist eine 10, also schaffst du es nicht. Okay, nee. Dann sind es 8 Schaden... in dein Torso mal wieder. Mhm. So, dann haben wir die 7. Das wäre gelungen, trotz der Distanzklasse. Den würde ich jetzt gerne. Den kannst du entwaffnen, wenn du willst. Ist jetzt leider plus 8, weil meine Meisterliche nicht mehr zählt und verkackt. Ja, dann bekommst du wieder Schaden. Nur 7. Reicht. Wir nehmen auch gerne deinen. 16, Torso, 15, ist egal. Schicksal will es. Und dann kommt noch einer rein und das ist die 3. Ja, kann ich nicht mehr parieren. Kannst du nicht parieren, dann kommt hier der Schaden. 7. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Moment. Kopf. Aber kein doppelter Schaden, weil keine 20. Ich habe noch stattliche 10 Lebenspunkte. Ja, dann ist doch gut. So, das war Travigor, der gerade große Probleme hat. Dann kommt der Schläger gegen Rongar. Jo, sehe ich vor. Er kriegt einen gezielten Schlag. Ja, er pariert einmal und er greift einmal an. Gezielter Stich wäre gelungen. Gezielter Stich, ich möchte gerne parieren auf die 14. 1. Ich versuche das gerade nochmal. Er hat schon dreimal gegen mich gekrittet. Auf die 14. Dann das ist bestätigt. Das auch eine freie Parade. Dann kommt jetzt mein Streitaxtangriff. 8, getroffen. Hätte ich vorher sagen müssen, ich hätte das gerne gegengehalten. Kann ich jetzt nicht mehr, ich mache eine Parade. Ich pariere auf die 20, ist gelungen. Mhm. Krieg noch eine Erleichterung wegen meiner Ja. Ich kann umwandeln mit einer plus 4, weil ich noch eine Aktion habe durch die freie Parade und ich würde ganz gerne nochmal mit einer plus 4 Streitaxt angreifen. Und du kannst nicht mehr parieren. Okay. Nee, kann ich nicht. Nur eine 2, keine 1. Dann bekommst du 9 TP in den Kopf. Verdoppelt, ne? Erst die Rüstung abziehen. Welche Rüstung hast du am Kopf? Ja, ich bin leider arrogant und trage keinen Helm. Sind 18. Stattliche 18. Das sind 18 in den Kopf. In den Kopf. So, zwei Wunden. Ich habe eine Konstitution von 15. Ich bin mir nicht sicher, ich schaue noch mal kurz nach. Sind zwei Wunden. Keine dritte. Also auf alle Fälle mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Ja, das auf jeden Fall. Wunschwille. 10.
Ja, die Crits auf der Person sind halt. Er wird vielleicht der neue Ghoul. Ja, nachdem wir den anderen getötet haben. Also und vielleicht wir nicht mehr. Aber Körper, Selbstbeherrschung, da. Würfel habt ihr Erschwernis nicht angetragen, ist nicht gelungen. Ja, alles klar. Well, shit. Dann bist du kampfunfähig. Und ich bin mit dem Ghoul dran. Ich möchte ganz gerne zweimal Kasim filetieren. Und du hast ein Eisschwert, ich mach mal eine Finte 5. Eins und nochmal eine Finte 5 mit einer plus 4. Schafft er nicht. Aber einmal. Einmal darf ich. Vielleicht reicht ja schon das erste Mal, du liegst ebenso filetiert am Boden. Vermutlich. Das ist gegen die. Ist alles in die TP gesteckt, ne? Keine Parade. Parade kann ich nur beim Fernlenken. Das hat aber geklappt. Oh, echt? Ja. 9 plus 5. Ich habe ja effektiv 4 Punkte bekommen durch die erhöhte Attacke und Paradebasis. Du hast auch noch. Ja, das, ne? Die zweite brauche ich nicht, ne? Die zweite brauchst du nicht, nee. Blitz. Kasim ist auf 15 dran. Du bist jetzt. Du musst jetzt blitzen. Ich blitz ihn. Ja. Und zwar nur ihn, weil, keine Ahnung, der sieht komisch aus, der ist bestimmt böses Mojo und hat eine hohe Magieresistenz. Mhm. Versuch's mal. Die sehen auch komisch aus. Versuch's mal. Der ist komischer. MS 14, wenn du sie eintragen willst. Oh. Das ist gut zu wissen. Weil da bekomme ich gerade keine. Keine negativen Modifikatoren. Ja, das macht er. Fuck it! Ja, du blickst ihn an, öffnest dein drittes Auge und versuchst ihn blind zu machen und prallst gegen eine unendlich hohe Mauer. Du weißt nicht, wo die herkommt, aber sie verwirrt dich und kostet dich den Rest deiner Aktion. Ado 17. Wie weit kann ich sprinten? Sprinten, wenn du danach deine Aktion aufgibst, sind GS mal 3. Also normalerweise 8, mit Rüstung 7 oder sowas. Also 7 mal 3, so 21 Schritt, ganz grob. Okay, aber so weit kann ich laufen. Also 14 Laufen Gänge geht das, ja. Kannst du auch weniger laufen, klar. Dann mache ich das so. Ja, dann kann ich in der nächsten Runde nämlich einen Sturmangriff machen. Oder kann ich das jetzt schon machen? Ansagen kannst du meinetwegen auch jetzt schon. Ja, mache ich das. Sturmangriff sind wie viel? Also um die Ecke kannst du sowieso nicht sturmangreifen, das geht nicht. Nee, dann hau ich dem hier in den Rücken. Okay, gut. Nächstes Mal. So blablabla. Ich muss gerade mal überlegen. Dann nach der 17. Dritter Travigo. Der hat keinen mehr. Du hattest schon pariert. Ja. Und die 20 war auch schon dran. Nee, ich war noch nicht dran. Du warst noch nicht dran. Du hattest einen Passierschlag gemacht. Das ist eine freie Aktion. Richtig, deshalb laufe ich jetzt hier hin. Auch gerne in so einem Bogen, damit ich nicht in der. Aktion Position, eine hast du noch. Genau, und dann würde ich ihn halt angreifen. In seinen Rücken minus 5. Genau. Dann, obwohl, hey, ich glaube. Ja, doch, ich habe mich in den Rücken gestellt. Dann mit einem Wuchtschlag 5 noch dazu. Das ist damit unerschwert. Ja, es ist gut, dass das unerschwert ist. Wow, Mut zu höheren Ansagen, Freunde. Schaden? Hat schon pariert, kann nichts mehr machen. Das sind dann 17 Schaden. 17, ich guck gerade mal, das ist die 33, das ist die 32. 32 sind 17, das sind 15 SP. Ach, wie schön. Dann 21 wird durch, Ronka ist kampfunfähig. Nächste Kampfrunde, 15, stoppe ich sie vor. Mit allen. Das habe ich mir gedacht. Räuberschlangenbrot, und zwar greife ich. Ja, ich greife einmal Darian und einmal Travigo an. Die splitten sich also auf, eine Aktion Position, der muss sich umdrehen, weil du in seinem Rücken standest. Dann haut er dich einmal, Travigo. Entschuldigung. Zweimal parieren, bitte. Ja, okay, ich mache jetzt mal Travigo. Ein Angriff und noch ein Angriff. Nicht getroffen, weil ja. Mit einer plus 4 schafft das nicht. Und bei mir, ich möchte gegenhalten, den anderen. Du möchtest gegenhalten, alles klar. Er greift dich mit einer Aktion plus minus 0 an. Also plus 6 erschwert wegen S. Ach, richtig. Distanz lassen. Schafft es nicht. Ja. 13, du schaffst es. Initiative ist auch höher. Du hast das Gegenhalten gewonnen. Er kann keinen halben Schaden machen. Damage von dir. Nur nochmal 11. Nur 11 minus 2 sind 9. Ich muss gerade mal gucken. Du hast ihn eben in den Rücken. Ne? Selbstbeherrschungsprobe.
Schafft er aber. Ja. Er lebt noch, er blutet und er würfelt gerade mal eine Mutprobe. Er läuft weg. Ja, er hat schon gesehen, was du mit dem anderen gemacht hast. Und das Schwert, wie du ihn entwaffnet hast. Also eigentlich ist die Streitaxt ja von ihm weggeflogen, aber es sah halt so aus, als würdest du ihm das Schwert aus der Hand reißen mit deinen bloßen Fingern. Er läuft weg. Passierschlag oder nicht? Drei. Ja, zwei. Nee, kein Passierschlag. Alles klar. So, dann sind die beiden durch. Ronga, möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Greift er mich, will er mich jetzt angreifen, ja, während ich am Boden liege? Ja. Sind eigentlich Niam und der Waffenknecht irgendwie K.O. oder warum machen die ganze Zeit nichts? Das ist jetzt die Frage. Möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Ich verbrenne meinen Schicksalspunkt. Alles klar. Du merkst, wie Niam und der Waffenknecht von hinten auf seinen Rücken springen, helle Baden in seinen Rücken gestochen werden und bevor er dich absticht, selber niedergerungen wird. Zustand tot. Der Ghoul ist dran. Und der Ghoul schlägt zweimal nach Kasim. Ich guck gerade mal, was hatte der denn? Er hatte eine Finte, die hat er getroffen. Und die zweite war wieder eine Finte, da hat er noch eine Schwernis. Ja, er hat noch eine Manöverstrafe von 5. Ich schlag erstmal normal zu. Um die Erschwernis abzubauen. Bam, 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 bam. Ja, normal. Geschafft. Auch geschafft. Okay, dann kommt der nächste Angriff mit einer plus 4 zum Umwandeln. Dann bin ich auf der 16. Aber ich sag mal eine Finte 2 an. Oh, Junge, das ist gut. Doppelter Schaden, halbe Parade. Aber es ist nur gefintet. Ist kein Wuchtschlag drin. Was für ein Eni hat der? 21. 21. Das heißt, deine zweite Aktion kommt noch vor meiner ersten durch, ne? 8 Runden später, 21 minus 8 sind 12, 13. Das heißt, ich 13. Das heißt, ich könnte eine Aktion vor ihm durchbringen. Du hast aber schon pariert mit dem Eisschwert. Ja, aber Reaktionen sind dafür, glaube ich, nicht relevant. Ich will ja eine Aktion machen. Was hättest du denn gemacht? Er sieht das ja. Frigofaxius all in, eine Aktion. Dann parierst du nicht. Dann kommt er, dann, ja, du kannst den Frigifaxius würfeln, aber den Schaden vom Runterkommen verdoppelt kriegst du trotzdem in die Fresse. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Also der Gedanke war, dass ich ihn vielleicht mit genug Schaden one-shotten könnte. Nee. Also ja, vielleicht. Du würdest auf der 4 parieren, ne? Ja, eben. Ich würde auf der 4 parieren. Das ist halt, da nehme ich lieber etwas, was Erfolgschance hat. Weil ich meine. Also eigentlich parierst du das erste Mal auf seiner Initiative und danach würde ich dich eben 8 Runden später verorten. Deswegen also eigentlich, ja, schwierig. Er sieht halt, dass du ein Frigifaxius vorhast, aber er wird halt trotzdem durchziehen. Hau ihn raus. Dann machen wir das. Frigifaxius, Zauberdauer halbieren ist plus 5, mache ich zweimal, bleibt bei plus 5, weil ich Gildenmagier bin. Bin ich bei einer Aktion, dann habe ich noch Rest THW 5, noch 10 übrig. Die setze ich voll in Würfel um. Und würfeln wir mal. Das ist gelungen. Ja. Gegen, wie viele Würfel hast du denn angesagt? 10. 10 Würfel? Klar, mehr darf ich nicht. Übrigens, wenn er Geisterpanzer hat, habe ich ihn trotzdem geschafft. Ja, okay. So, dann machen wir jetzt 10 Würfel? Ja, mehr hab ich nicht. Wie viele ASP hast du denn? Ich hab noch 39. Oh, hau rein. Außerdem hast du die hoch genug, dass du im schlimmsten Fall alle verbreitst, ne? Und dass der dann nicht gelingt. Ja, genau. Also normalerweise also musst 6, du ja, wenn du zu 9, viele 10. ASP ausgewürfelt hast, beziehungsweise zu viele Trefferpunkte ausgewürfelt hast, dann gelingt er nicht. Es sei denn, du hast genug THW, dann kannst du ihn kontrollieren, runterbrennen und ihm 39 TP in die Fresse hauen. Das ist gar nicht so gut. Ich gebe ihm, soll ich eine Zone geben? Ja, mach mal. Ja, wenn's angesagt ist, doch immer auf der Brust bei Mingifaxius. Nee, das ist also ein Körper, das sind Körperwunden. Gesamtkörperwunden. Also es sind auf alle Fälle 3 Wunden. Oh, die dritte Wunde kann man nicht ignorieren. Wirf mal eine Trefferzone.
Finde ich gut. Bauch. Ja. Oh, das könnte wieder gut sein. Ich würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Doppel 1 geht immer. Ah, warte, ich habe was vergessen. Er ist kein richtiger Ghoul, er ist kein richtiger Untoter, sondern irgendwie noch zumindest lebend. Wisst ihr nicht? Er kann die Wunden nicht ignorieren und ein riesiger Eiskristall breitet sich gemeinsam mit einer gefrorenen Blutwolke auf dem Boden auf, als er zusammenbricht. Ja, ihr könnt gerade noch sehen, vor allem Ronga, der so gerade mit der Bewusstlosigkeit ringt, wie er ausholt und Kasim im letzten Moment im Prinzip einfach seine Faust nach vorne streckt, weil urtolamitische Worte brüllt und die Faust im Prinzip mit dem Eisstrahl einfach durch seinen Bauch rammt und irgendwo der Bereich hier hinten mit blutigen Eiskristallen gesprenkelt wird und dann Kasim ebenso einfach auf die Knie zusammenbricht. 28 ASP ist auch höllisch anstrengend. Ja. Falsch. Jetzt ist die Frage zu der Initiative. War. Denn eigentlich. Ja. Passt. Er hätte dir jetzt uns 22 TP ins Gesicht geklatscht und dann wärst du halt auch tot. Aber. All wenn in, er nicht den Torso getroffen hätte, hätte ich noch Punkte. Nee, hätte ich nicht. All in, du brichst ohnmächtig zusammen. Kannst nochmal 1W6 SP bekommen durch Eisschaden, den du dir selber machst, weil du gerade deine gesamten 28 ASP, das waren ja nicht 39, aber trotzdem bekommst 1W6 Eisschaden an deinen Finger. Ja, eingetragen. Ja, und dann kann Ronga sehen, wie Kasim mit Blut und Eissplittern verletzten Hand auch dann zusammenbricht, quasi die Hand einfach noch im Ghoul drin steckt. Ja, dann können Ado und Darian den letzten Schläger überwältigen, den Ghoul umbringen, wenn ihr mögt. Der liegt zumindest ausblutend am Boden. Und damit sind alle der Räuber besiegt. Darf ich noch den Sturmangriff auswürfeln? Natürlich. Den hast du dir verdient. Danke. So. In den Rücken, beziehungsweise, ja gut, was heißt in den Rücken? Ja, doch in den Rücken. Ja, so in den Rücken. Ja, Schaden? 7 plus 4 plus normaler Schaden sind dann 11. Schon, von oben hört ihr dann die Rufe eines weiteren der Schlägers, der den Kasim oben nicht getroffen hat. Er hält die Armbrust entspannt nach oben. Ich ergebe mich! Lasst mich einfach raus! Falschen Würfel gewirkt. Stimmt. Ja, das reicht auf alle Fälle, um ihn dann umzubringen, sodass er dann als letzter zusammensackt. Im alten Wachposten, wenn ihr ihn durchsucht und das ganze Lager einfach mal untersucht, den Ghoulenturm, wie er mittlerweile genannt wird, könnt ihr im unteren Keller des zweiten Turms, vom Zauberweber oder vom Ghoulenturm, könnt ihr einen unglaublich entkräfteten Baron finden, und zwar den Baron von Binsböckel. Demjenigen, dem die ganze Baronie gehört und der das Ganze seit 2 Jahren nicht mehr verwaltet. Aha. Ach Mensch, ist ja doch nicht tot. Firunian von Limpurg-Binsböckel. Sein Vetter hat ihn gefangen genommen, hier unten eingesperrt. Er traute sich nicht, einen Vetter zu töten. Deswegen hat er ihn hier einfach nur gemeinsam mit der Schlangenbrut eingesperrt. Und seinen anderen Junker, den Viktorian, dementsprechend bloßstellen wollen, indem er das Schlangenfurter Wappen kopiert hat und dafür sorgt, dass der Junker Viktoran abgesetzt wird. Das war so sein Ziel, damit Firunian selber als Baron eingesetzt wird. All das könnt ihr herausfinden, wenn ihr den Baron aus seinem Verlies, aus dem Keller befreit und er dann, nachdem er die eine oder andere Stücke Brot von Treibigo gereicht bekommt, das Ganze aufklärt. Könnte sein, dass das Brot ein bisschen blutig ist. Zumindest ist kein Knochenmehl drin. Hätte der sich mal einen besseren Zeichner geholt. Ist nicht so stümperhaft gewesen.